In diesem Produktfilm stelle ich Ihnen einen Ringblitz von Valimax vor. Der sieht so aus. Das ist der Pro Ringflash HS400. Ein ziemlich kompaktes, sehr schweres, solides Teil, was dank des eingebauten Akkus auch für den mobilen Einsatz geeignet ist. Ganz zu Anfang natürlich wieder der Hinweis, dass Sie unter dem Video hier einen Link finden. Der führt Sie auf die Shop-Seite und da finden Sie dann nochmal diese ganzen technischen Spezifikationen aufgeführt und alles das, was ich hier in diesem Video, was hoffentlich nicht so lange dauern wird, unterbringen kann. Dieser Ringflash, also dieser Ringblitz, wenn man so möchte, ist also ein vielseitig einsetzbarer, leistungsstarker Ringblitz, sehr leistungsstark. Er verfügt über vier verschiedene Blitzmodi und hat einen LED-Modus als Dauerlicht. Das heißt, damit kann man auch halt eben ganz normal dann die Sachen ohne Blitz als Dauerlicht einfach ausleuchten in der Produktfotografie oder halt eben auch ganz normal einfach, um zu sehen, wie eine Schattenlichtwirkung auf dem Objekt dann einfach aussieht. Das Tolle ist, dass sich dieser Ringblitz also hier ganz besonders als Verwendung als Master, Slave oder Stroboskopblitz eignet. Und durch den Akku, was ich erwähnt hatte, der hier hinten eingebaut ist, der eben also auch hier sein Gewicht verleiht, ist er natürlich auch sehr gut für den mobilen Einsatz geeignet. Wir haben auf der Rückseite hier so eine Bedienstation und das ist also alles auch sehr komfortabel, ohne großartige Fragezeichen aufzuwerfen, irgendwie angeordnet. Hat also ein sehr komfortables Tastenbedienfeld mit LC-Display, was ich natürlich auch nochmal in Aktion zeigen werde. Und wir haben als Zubehör noch dabei eine Befestigungsschiene, wo man dann auch die Kamera ganz exakt genau positionieren kann. Die werde ich natürlich auch noch hier anbringen. Die kommt also hinten einfach hier drauf mit zwei Schrauben, die ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind. Und was ich ganz große Klasse finde, ist, wir haben hier noch so eine Schirmhalterung für die Verwendung eines Reflexschirmes. Auch die wird hier einfach dann in diese beiden Bohrungen, die wir hier haben, mit zwei Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind, einfach dann angebracht. Auf der Unterseite haben wir dann hier noch so eine 1/4 Zoll Gewindebohrung und wenn man die natürlich dann dementsprechend mit einem 1/4 Zoll Außengewinde in Verbindung bringt, dann passiert Folgendes. Unfassbar und das auch noch so schnell. Der Diffusor, der also hier vorne angebracht ist, den kann man natürlich abnehmen. Ich habe den mal eben abgemacht, damit Sie auch die Blitzröhre mal eben so einfach in Natur sehen können. Dafür hole ich Sie am besten mal einfach ein bisschen näher ran, damit Sie auch etwas mehr sehen können. Warten wir mal kurz eben ab. Wir haben also hier ganz normal auch natürlich hinter einer Schutzplastikabdeckung versteckt dann einfach die Blitzleuchte, die Blitzbirne und auf der Vorderseite wird dann dieser Diffusor einfach angebracht. Also ich würde ihn einfach standardmäßig immer drauf lassen, aber wenn Sie natürlich halt eben noch so ein Quäntchen restbrutales Licht bei vollster Einstellung halt eben auch haben wollen, dann können Sie natürlich diesen Diffusor auch einfach abmachen. Auf der Rückseite haben wir dann hier ganz normal die Bedienungseinheit. Hier unten ist der Akku drin. Ich zeige Ihnen noch mal ganz kurz, wie man den einfach rausnimmt. Der Akku wird hier einfach mit diesem Sicherheitshebel, den man nach unten gedrückt hält, seitlich zur Seite weggezogen. Und der Akku selbst, das schauen wir uns mal noch kurz eben in der anderen Kamera an, der verfügt natürlich hier auch über einen Stromeingang und mit dem mitgelieferten Netzkabel kann dieser also dann einfach separat aufgeladen werden. Das bedeutet, man muss also jetzt nicht den ganzen Ringblitz dann immer irgendwie an die Stromleitung legen, sondern kann hier den Akku einfach rausnehmen und wenn er wieder voll aufgeladen ist, dann wird dieser Akku hier einfach zack, so wieder reingeschoben, ist dann auch direkt befestigt. Wie gesagt, gelöst wird er hier mit diesem Hebel, mit diesem Sicherheitshebel, der nach unten gedrückt wird und der Akku dann zur Seite bewegt wird. Wir haben hier oben noch dann die Bedienungseinheit. Ich mache einfach jetzt mal hier, damit es auch ein bisschen spannender aussieht, einfach jetzt mal den Blitz an. Sie sehen, das kann man auch sehr gut ablesen. Ich kann gleich noch mal ein bisschen näher ranzoomen. Hier werden also die ganz verschiedenen Modi eingestellt, die Blitzmodi, dann haben wir hier diesen Bassmodus, das ist der Modus, wo also hier dieses Dauerlicht eingestellt wird und über diesen Drehregler stellen wir dann hier oben einfach dann die Blitzleistung ein, wie wir das halt eben auch haben möchten. Das geht natürlich dann auch von der Intensität halt eben dann auch, ja, muss man auch so sagen, richtig ab. Ist also wirklich ein sehr lauter Blitz, wenn er halt eben auf der höchsten Leistung läuft, da passiert auch richtig was. Natürlich wird hier auch runtergeregelt bis zum Auszustand, den wir natürlich jetzt hier nicht erreichen wollen. Auf den beiden Löchern, die wir hier haben an der Rückseite, da wird also dann hier diese Blitzschiene befestigt. Beschäftigt ist auch schön. Sie wird natürlich auch beschäftigt, logischerweise wird hier oben einfach variabel eingestellt. Das heißt, man kann sie halt eben auch dann dementsprechend des Kamerakorpus anpassen mit dem Objektiv, was da durch soll, indem man halt eben hier einfach an dieser Schiene
die Blitzschiene hier oben, die Kameraschiene, einfach dann rauf und runter bewegen kann. Mit dem Reflexschirmhalter, den wir auf der Rückseite hier noch anbringen können, ne? Also auch selbsterklärend, hier wird dann einfach der Reflexschirm durchgesteckt, die Halterung wird am Blitz befestigt und der Schirm selber wird mit dieser kleinen Schraube, die sich hier befindet, einfach dann fixiert. Etwas näher herangezoomt kann man jetzt hier nochmal etwas besser die Bedienungseinheit sehen. Wie ich das gerade erklärt hatte, über den Drehregler wird die Lichtleistung eingestellt. Dann haben wir hier oben die verschiedenen Modi, die wir aussuchen können. Einen Ausschaltknopf logischerweise, der Testknopf auch. Dann haben wir hier einmal eine Funktion der Bass, also halt eben mit akustischem Signal oder halt eben nicht. Einmal ohne und einmal mit. Ich mache das immer aus, wenn mich das Piepsen total wahnsinnig macht. Und dann haben wir hier oben noch so einen Knopf mit einer kleinen Glühlampe und der ist halt eben für den Lichtbetrieb, also für das Dauerlicht, was man einschalten kann. Und wie man jetzt hier in dieser Aussparung sehen kann, da sehen Sie auch, dass es hier ein Licht angegangen ist, wird die Lichtleistung dieses Dauerlichts, die man noch ein bisschen nach oben machen kann, einfach durch mehrmaliges Drücken dieses Knopfes halt eben dann erhöht. Ich mache das mal eben, bis er dann wieder ausgeht. Wie man hier sehen kann, erhöht sich die Lichtleistung bis zum letzten Klick und dann geht das Licht auch wieder aus. Die Kamera wird auf der mitgelieferten Schiene, diesen Winkel, den wir hier haben, der am Blitz befestigt wird, einfach hier über diese kleine Rändelschraube ganz normal am Body befestigt. Die Auflagefläche ist gummiert, also gegen Verdrehen dann auch gesichert. Und auf der Unterseite hier können wir dann diese Schienen also auch nochmal in dem Abstand von der Kamera zum Blitz dann dementsprechend reduzieren oder halt eben auch erweitern. Ich habe das mal eben jetzt hier auf dem Maximalausschlag gemacht und damit Sie es ein bisschen besser verstehen können, halte ich es mal eben kurz hier so hin. Hier ist die Kamera, das ist die Objektivrichtung. Diese Schiene ist halt eben auf der Achse beweglich und die ganze Einheit selber an sich halt eben am Blitz dann noch einmal auf dieser Ebene. Das heißt, man bekommt auf jeden Fall die Einstellung mit jeder Kamera hin, weil die halt eben unterschiedlich gebaut sind, logischerweise auch. Da muss man also keine Angst haben, dass das vielleicht nicht hinhauen sollte. Die Schiene, diesen Winkel habe ich also jetzt angebracht. Ich habe das jetzt mal einfach im Vorfeld schon mal hier richtig eingestellt von der Höhe, also dass also auch das Objektiv, wenn es geht, so ziemlich mittig einfach hier durchgeht. Die beiden Schrauben habe ich jetzt nicht fixiert, um Ihnen nochmal zu zeigen, dass die Kamera halt auch hier in dieser Achse bewegt werden kann. Und was auch sehr schön ist, ist natürlich damit auch dann in der Regel vielleicht immer noch nicht genau zentriert und fixiert. Die Kamera ist natürlich auf der Achse selbst, wo sie befestigt ist, noch einmal bewegbar. Ich mache das mal eben kurz hier einmal von vorne, damit Sie das sehen können. Mal kurz die Schraube lösen. Und zwar haben wir natürlich noch diese Schiene mit dieser Achse noch einmal von hinten gesehen, damit Sie auch genau sehen, was ich hier gerade gemacht habe. Ist natürlich auch hier auf dieser Ebene auch noch einmal verstellbar. Das heißt, ich kann sie halt eben jetzt hier auf der Schiene selbst verstellen. Dann einmal auf dieser Achse und logischerweise dann hier auch am Blitz selber noch einmal auf der Achse von oben nach unten. Die Kamera muss natürlich mit dem Blitz in Verbindung stehen, damit natürlich auch logischerweise der Blitz genau weiß, wann er auslösen muss. Und dafür befindet sich hier an der Seite hinter einer Gummiklappe versteckt die ganzen Buchsen, die wir hier haben. Und zwar haben wir einmal da die Buchse für den Funkempfänger, der angeschlossen werden kann, oder halt eben die Buchse für das Synchronkabel, wenn die Kamera vielleicht nicht funkempfängertauglich ist. Und wir haben noch eine PC-Synchronbuchse. Wenn im Studio dann vielleicht mal der Wechsel irgendwie erforderlich ist, dass man also die Kamera jetzt benutzt hat mit dem Ringlicht, mit dem Ringblitz, den wir hier haben, und die Kamera soll danach noch irgendwie runter, aber man halt eben jetzt ohne den Ringlichtblitz fotografieren möchte, und das ist halt eben auch in der Kombination, also der Ringblitz selber halt eben schon ein ziemliches Gewicht. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, unten den Ringblitz auf einem Stativ zu befestigen. Und auf der Schiene, auf der sich die Kamera befindet, ich halte das mal eben kurz hier in die kleine Kamera, kann man sehen, dass da auch nochmal eine 3/8 Zoll und eine 1/4 Zoll Bohrung ist. Die ist natürlich jetzt nicht dafür geeignet, dass also jetzt die ganze Einheit einmal entweder hier, das geht natürlich, ne, also Ringblitz selber befestigt, beschäftigt wird, sondern das ist dafür gedacht, dass die Kamera halt eben hier einfach noch mal auf dem Stativ festgemacht werden kann. Allerdings ohne den Blitz, weil der Blitz an sich ist also ein ziemliches Gewicht. Kann die Kamera jetzt hier so gar nicht halten, ne? Also ist schon ziemlich schwer. Das ist halt eben dann dafür gedacht, wenn man einfach mal den mobilen Einsatz braucht. Das heißt, mal eben die Kamera schnell runternehmen, dann wird die einfach gelöst hier von der Schiene, von der Kamera selbst. Den Ringblitz legt man auf Seite und dann wird die Kamera mit dieser Einheit, einfach also mit der Schiene dann hier
oben auf einem Stativ befestigt. Also meine Empfehlung wäre halt eben jetzt nicht die Kombination mit Schiene und Ringblitz vorne, weil wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich zum fünften Mal, der Blitz sehr schwer ist. Was ja schön ist und dass er stabil auch ist, aber das ist halt eben jetzt nicht dafür gedacht. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal kurz der Hinweis. So, und ein Hammer noch, das ist dann halt eben jetzt hier, was ich gerade gesagt habe, dass die Kamera einfach dann hier vom Blitz gelöst wird, der Winkel, den wir hier haben, und der kann eben parat dann auf einem Stativ einfach befestigt werden. Und wenn ich danach mit dem Ringblitz weitermachen möchte, dann kann ich natürlich einfach hier logischerweise dann den Ringblitz wieder anbringen und die Kamera vom Stativ runternehmen. Ich hatte Ihnen ja zu Anfang gesagt, dass man hier auch einen Reflexschirm anschließen kann. Das habe ich jetzt mal eben gemacht. Dieser Reflexschirm befindet sich also jetzt hier in der mitgelieferten Halterung. Da kann man auch mit bei der Montage nichts falsch machen. Da sind noch zwei Distanzscheiben dazwischen, die muss man auf jeden Fall benutzen. Und der Schirm wird dann hier einfach durch diese kleine Öffnung geführt und unten dann einfach fixiert und festgemacht. Wenn man natürlich jetzt der ganze Aufbau, der jetzt hier ist, man den irgendwie ein bisschen kippen möchte, das liegt natürlich dann halt eben jetzt am Stativ oder halt eben auch an dem großen Kugelkopf, wo sie das Ganze dann befestigt haben, dann muss man das dementsprechend halt eben auch neigen. Also ich kann den Schirm jetzt nicht hier am Gerät selber irgendwie neigen. Der Schirm selbst noch mal kurz ein paar Worte von mir dazu. Das ist jetzt so von den Dimensionen ja so ganz nett, ne? Macht ja auch das, was es soll. Ich muss den einmal hier noch mal kurz... Natürlich sollte der Schirm jetzt nicht zu schwer sein. Also je größer das Ganze aufgebaut wird, der Schirm ist, desto schwerer wird natürlich halt eben auch dann die Angelegenheit. Das Gewicht nimmt zu und da darf man nicht vergessen, dass der Schirm ja im Endeffekt nur gehalten wird von diesen beiden Schrauben, die sich hier an dem Ringblitz befinden. Da sollte man halt eben nicht mit übertreiben. Also wie gesagt, das geht jetzt hier noch so bis zu einer gewissen Größe und vom Gewicht her. Aber jetzt also noch schwerer, noch größer, voluminöser, weil der Blitz halt eben auch diese Power hat, dass es ausleuchten könnte, aber ich würde bei der Befestigung hier hinten halt eben dann gucken, dass es also nicht zu viel wird. Das merken Sie aber auch dann spätestens dann, wenn Sie halt den Schirm durch die Halterung durchschieben, dann festhalten, mal kurz loslassen, dann sehen Sie halt eben auch, ob es hier irgendwie sich etwas verbiegt. Ne? Also wie gesagt, das ist nur ein Sicherheitshinweis von mir, das ist jetzt hier kein Problem bis zu dieser Größe. Ich denke mal, wenn Sie halt eben dann auch einen noch größeren Reflexschirm haben, zu Hause haben sollten, den Sie benutzen möchten, dann haben Sie wahrscheinlich auch ganz andere Blitzanlagen dafür. Ne? Also dass man hier so unter uns. Das ist der Hinweis von mir. Wir können also hier, wie man sieht, vergessen das Auge zuzumachen, hier also auch einen Reflexschirm anbringen. Mehr wollte ich Ihnen gar nicht sagen. Das war also der Produktfilm über den Ringblitz von Valimex, der HS400. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was zum Lieferumfang dazugehört. Der Blitz, vorne der Diffusor, der Akku auf der Rückseite, die Befestigung für den Reflexschirm, dann einmal die Winkelschiene hier für die Kamerabefestigung und nicht im Bild, habe ich jetzt gerade hier in der Steckdose noch sitzen, das Ladegerät, logischerweise das Netzteil, aber das ist auch nichts Spannendes. Das also hier alles zusammengefasst, alles in diesem Komplettpaket. Der Kollege hat sich hier also nochmal die Mühe gemacht, wenn Sie auf den Link klicken unter dem Produktfilm, auf der Produktseite die ganzen technischen Daten nochmal dann zusammenzuschreiben, damit Sie auch dann da nochmal richtig alles vergleichen können und nachschauen können. Wie gesagt, wenn Sie das lesen möchten, einfach auf den Link unter dem Video gucken, auf den Link, nicht auf den Link. Und ja, viel Spaß dabei und bis dann.